liebe Autofahren. Ja, ich freue mich so. Sonny? Ja. Wir wollen ja vorbildlich sein. Eine Pressekonferenz vor Journalisten, das ist auch für Promis eine echte Challenge. Ich bin gespannt, wie sich meine Mädchen heute schlagen werden. Mein Name ist Lena Wegner, ich bin Redakteurin bei Promiflash und bin dort insbesondere für den Bereich Germany's Next Topmodel zuständig. Ich bin Ilka Pemöller, ich leite das Bunte Hauptstadtbüro, bin seit 20 Jahren im Showbusiness tätig. Mein Name ist Mike Pubels, ich arbeite als Chefreporter für Zeitschriften wie Hör zu und TV Digital. Ich freue mich heute riesig, die Mädchen ins Kreuzfeuer zu nehmen. Ich habe einige pikante Details über die Mädels rausgefunden, also eigenständig recherchiert auf Social Media. Und das ist natürlich jetzt die Herausforderung für jedes einzelne der Mädchen. Wie geht sie damit um? Die Challenge heute für die Mädels wird einfach nicht aus der Rolle zu kommen. Also, dass man wirklich professionell bleibt, aber vielleicht auch ein gewisses Maß an Emotionen zuzulassen, um die Leser dann natürlich auch mit ins Boot zu holen und seine Geschichte zu erzählen. Die Journalisten entscheiden nach dem Interview, über wen sie schreiben wollen. Einige Mädchen bekommen eine Schlagzeile. Ob positiv oder negativ, liegt an ihnen selbst. Ich habe mir einfach gedacht, ich ziehe jetzt meinen Top an, weil es einfach meine Persönlichkeit ist. Ich habe Selbstbewusstsein und das möchte ich jetzt auch zeigen. Ich möchte lauter sein. Ich habe mich so ein bisschen im Auto mental darauf vorbereitet, dass ich jetzt tough bin und selbstbewusst. Mal sehen, ob Alicia und Romina die Tipps aus dem Coaching anwenden. Hallo. 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 Ich bin Mike von TV Digital und hör zu. Alicia, wie zufrieden bist du mit deinem Körper? Und da musst du sagen, ey, ganz ehrlich, das ist super, dass ich mich so zeige und es ist alles top und ich stehe da total hinter und genau das will ich auch präsentieren. Mit meinem Körper bin ich mittlerweile echt super zufrieden, auch wenn ich vielleicht nicht diese 90-60-90 Maße habe, aber ich wollte einfach für mich einen Punkt finden, wo ich gesehen habe, okay, du bist wunderschön, so wie du bist. Würdest du sagen, dass du es eher verdient hättest, weiterzukommen, einfach auch aufgrund deiner Natürlichkeit? Ich sag mal so, nur weil andere Kandidatinnen jetzt irgendwelche Operationen hatten oder so. Ich brauchte das bei mir jetzt persönlich nicht, weil ich gesehen habe, dass ich auch so gute Chancen habe. Aber ich finde es vollkommen okay, dass andere auch was machen lassen haben. Ich fand, dass Alicia grundsätzlich etwas in sich gekehrter wirkte auf jeden Fall. Aber trotzdem hat sie sich ihre Antworten gut überlegt und hat das auch vernünftig artikuliert. Dann vielen Dank. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich habe Lust, den Leuten jetzt von mir zu erzählen und ja, die Tipps von Christian umzusetzen. Wann ging das los, dass du dir zu viel Gedanken um dein Äußeres gemacht hast und dir auch wirklich von den sozialen Medien Druck aufgeladen hast? Das ging los, als ich immer mehr und immer präsenter in Instagram wurde. Ich bin weg von mir selbst und habe mich immer mehr hin zu dem Idealbild, was so auf Instagram herrscht, dem hingewandt und ja. Dein Freund hat dich unterstützt, den kennt man, glaube ich, aber auch, oder? Magst du uns verraten, wer dein Freund ist? Das will die Presse erfahren. Was ist denn da jetzt mit der Familie Zarella? Du fühlst dich ganz schnell sehr zurückgedrängt. Und da musst du eben die Power haben und damit umgehen können. Mein Freund heißt Stefano Zarella. Und ich denke, man würde eher seinen Bruder kennen. Giovanni heißt er. Ich werde jetzt nicht hier nach ihn verheimlichen, weil wir sind zusammen. Das möchte ich auch der ganzen Welt so zeigen. Ich bin stolz darauf und er genauso. Ich habe gesehen, du hast kürzlich auch ein Bild hochgeladen, wo ihr beide zusammen drauf sind und euer neuestes Familienmitglied. Das heißt, es ist schon so ernst, dass es da in die Erweiterung geht, sag ich mal. Auf jeden Fall, ich warte auf den Antrag. Doch, auf jeden Fall. Optimal.
Romina fand ich sehr souverän, also sehr selbstbewusst. Sie hatte auch ein bisschen was preisgegeben und da freut sich der Leser am Ende dann natürlich, weil das auch ein schönes Thema ist, wo man dann auch gerne mitfiebert. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich. Und? Ja? War nicht schlimm. Hat Spaß gemacht. Das war richtig cool. Die haben mich auch gefragt, natürlich zu meinem Freund, aber ich habe es halt alles selbstbewusst und tough ein bisschen witzig geantwortet. Das Teaching mit Christian hat auf jeden Fall etwas gebracht. Also ich war dadurch viel lockerer und... Ja, fand ich auch. Einfach durch dieses Teaching. Man wird ins kalte Wasser geworfen und sieht dann zum ersten Mal, worauf es ankommt und kann es dann halt gleich anders besser machen. Was hältst du denn generell von Beauty-Eingriffen? Für mich persönlich ist das, muss jeder für sich wirklich selber entscheiden, was er an sich machen lässt. Ich finde es nur, man sollte es offen kommunizieren auch. Ja, ich habe mir vor 2 Jahren mal die Lippen machen lassen, aber das war es auch. Wenn ich mir eine Schlagzeile aussuchen dürfte, dann würde die heißen: Diesjährige Gewinnerin GNTM steht schon fest, it's Mareike. Siegt dieses Jahr ein Transgender bei Topmodel? Viel wichtiger ist, dass wir an einem Punkt angekommen sind, das gar nicht mehr so zu betonen. Ich denke, wir alle haben Awareness darüber, was Transsexualität ist. Und deswegen sollte die Frage vielleicht nicht lauten, ob eine transsexuelle Frau gewinnt, sondern eine Frau gewinnt. Punkt. Du bist sehr gläubig. Inwiefern ist dir das jetzt eine Stütze? Es hilft mir in dem Fall, weil ich einfach fühle, dass ich nicht alleine bin. Das ist so für mich wie Meditation. Ich kann mit jemandem darüber reden, über alles, was mich bedrückt oder wie es ist. Und danach fühle ich mich besser. Also die ganze Zeit so Kraft zu kriegen. Ich fand Anna sehr rührend, muss ich sagen. So rein einfach, wirklich pur. Man merkte, das war nicht aufgesetzt. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Luca, ich würde dich gerne noch fragen, bist du denn verliebt? Ich kann stolz sagen, dass ich einen Freund habe und dass ich den auch sehr liebe. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns durch einen ähnlichen Freundeskreis kennengelernt. Dann ist es dazu gekommen, dass ich ihm Englisch Nachhilfe gegeben habe. Und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Darum geht es ja auch, dass sie real sind. Also wie echt sind sie wirklich? Denn sie müssen ja auch im echten Leben weiter bestehen, wenn Germany's Next Topmodel vorbei ist. Wie leicht fällt es dir, richtig selbstbewusst aufzutreten? Ich wurde einmal sehr stark verprügelt. Ich wusste auch nicht, warum. Es standen auf einmal 5 große Jungs vor mir und haben mich geschlagen. Und das hat mich halt geprägt. Und von diesem Moment an habe ich angefangen, Kampfsport zu machen. Um mich selber zu wehren. Und ich bin klar traurig darüber, dass es passiert ist, aber irgendwo auch dankbar, weil wegen diesem Moment bin ich jetzt so, wie ich bin. Tough, einfach. Dasha geht als Gewinnerin hervor und man merkt auch schon, dass das Interviewtraining wirklich, finde ich, Früchte getragen hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss doppelt so hart arbeiten wie alle anderen. Das war schon immer so gewesen. Und zum Glück hatte ich tolle Eltern, die mir gesagt haben, klar, du musst doppelt so hart arbeiten, aber gleichzeitig kannst du genau das erreichen, was andere auch erreichen können, und du kannst sogar besser sein. Chanel, ich habe recherchiert, du hattest eine Nahtoderfahrung durch eine falsche Behandlung. Wie hat dieses Ereignis dein Leben verändert? Bei mir wurde ja so ein sehr intimes Thema dann angesprochen und ich hatte das Gefühl, dass ich sehr unter Druck stand, weil ich in kurzer Zeit alles erklären musste, das aber gar nicht möglich war und deswegen war es ein bisschen komisch. Ich war 11 Jahre alt, war dann einmal so weit, dass ich einen Herzstillstand hatte und reanimiert werden musste. Und ich habe sowas wie so einen 7. Sinn, würde ich sagen. Und ich würde schon sagen, dass mich das sehr geprägt hat und mir auch sehr nahe geht auf jeden Fall. Was sagt dir dein 7. Sinn? Wirst du hier die Sache gewinnen? Ich höre immer auf mein Bauchgefühl einfach und den da oben, weil da glaube ich auch sehr stark dran, weil dank ihm bin ich noch hier. Siegen ja oder nein? Ja, siegen auf jeden Fall. Linda, ich fange mit dir an. Ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass du mit so vielen Mädels bisher schon in einer Wohngemeinschaft gelebt hast. Mit wem bist du denn persönlich nicht so 100% auf einer Wellenlänge? Fiese Frage, ne? Du musst dir einfach mal ein bisschen auch Gedanken machen, wie das rüberkommt, was du machst. Warum? Ich bin doch ehrlich. Naja, aber es gibt immer auch eine Ehrlichkeit, wo man sagen kann, man kann sie auch ein bisschen anders formulieren. Also tatsächlich sind Celine und ich nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Ich glaube vielleicht, dass die so ein bisschen stoppen. Ja, muss. Oh, ich habe gehört, die Schlägerei auf der Bühne.
Möchtest du ihr irgendwas sagen, wo du das Gefühl hast, hey, wenn das raus ist, dann können wir neu starten und dann wird das vielleicht auch alles wieder cool? Oder würdest du sagen, da ist Hopfen und Malz verloren? Ich denke, man kann sich da vernünftig drüber unterhalten. Ich denke trotzdem, dass es schwierig wird, weil sie hat ihre Art und ich habe meine Art. Also von Celine, die Mimik spricht Bände. Was geht dir gerade durch den Kopf? Also ich habe eher so erlebt, dass sie zum Beispiel mal gesagt hat, dass sie auf meine Art nicht klarkommt und dass sie vielleicht ein Problem damit hätte, dass sie mich nicht verstehen kann. Findet ihr nicht auch, dass es wahnsinnig rumgeeiert wird, dass man gerne so wahnsinnig gern ein konkretes Beispiel hätte? Butter bei die Fische, sagt man im Norden. Habt ihr konkrete Beispiele? Es hat halt nun mal damit angefangen, dass es mir wirklich schlecht ging an einem Tag, also körperlich. Ich wollte einfach nur Ruhe, ich wollte einfach nur schlafen. Ich habe 3 Stunden lang versucht einzuschlafen und die einzigste Person, die ich die ganze Zeit gehört habe, war Celine am Rumschreien. Leute, wir wollten heute darüber reden, dass wir eine Liste machen wegen dem Gruppen. Und dann war ich sowieso schon angepisst. Ich habe vielleicht auch nicht richtig reagiert, dass ich direkt gesagt habe, ja, halt die Fresse, es war vielleicht nicht richtig von mir. Also ich kann aus meiner Warte aus nur sagen, ich arbeite für die Zeitschrift Bunte. Das erinnert mich eher so an Jugendzeitschriftniveau. Und ich war so, das war nicht nötig, dass du das erwähnst. Eigentlich so schlimm wollte ich das auch nicht erzählen. Ich wollte nur Fakten erzählen. Weil da ging es wirklich um Kinderkram aus meiner Sicht. Dass man eigentlich als Journalist, finde ich, aussteigt. Und man denkt so, oh Gott, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Da fehlte dann so die Professionalität, das merkte man, fand ich. Auf Instagram habe ich ein ganz süßes Kinderfoto von dir gefunden. Wie war deine Kindheit? Wie war die Flucht aus Syrien? Alles gut? Ja. Es ist auf jeden Fall, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Alles gut. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich wünsche es jedem Kind. Und ich wünsche es auch meine Kinder. Ich weine, weil ich das nicht weiter erleben durfte durch den Krieg, was passiert ist. Und ich habe es genossen tatsächlich und ich vermisse die Tage. Ich muss sagen, ich bin auch dankbar für alles, was ich erlebt habe bis jetzt, weil hätte ich nicht alles erlebt, was ich erlebt habe, wäre ich nicht zu dem Mensch geworden, was ich jetzt bin. Und darüber bin ich auch sehr stolz. Danke für das Interview. Gerne. Ich kenne doch Linda, aber unerwarteterweise war sie komplett anders, als sie normalerweise im Loft ist. War alles okay? War gut? Ja, aber sie hat so eine emotionale Story erzählt, da muss ich mitweinen. Was? Sie ist richtig rot, ich dachte, du hast ja geklatscht.